Ganz wichtig ist auch bei diesen AB-Vergleichen immer, mache ich direkt dazu, ist, dass man einfach die Lautstärke berücksichtigt. Denn wenn ich jetzt ganz viel reindrehe im Signal, ist ja klar, dann wird es auch lauter, weil ich mache ja hiermit Frequenzen lauter oder leiser. Wenn ich jetzt zum Beispiel das so eingestellt hätte, würde einen AB-Vergleich machen, dann hört sich das Lautere halt besser an, aber das muss halt nicht besser klingen. Deshalb sollte man immer diesem Out-Regler oder Gain-Regler oder wie auch immer, den eigentlich fast alle Plugins eingebaut haben, das immer so einstellen, also den immer so weit runter oder hochziehen, je nachdem, ob man jetzt hier mehr angehoben oder abgesenkt hat, dass man ungefähr auf den gleichen Pegel kommt, wenn das Plugin aus bzw. wieder angeschaltet ist. Sieht man ja hier ungefähr so bei minus 12. Ja, und das ist ungefähr das gleiche, vielleicht noch dB weniger. Okay. Was ich dann auch immer direkt mache, bei Rockmucke auf jeden Fall, und auch weil ich jetzt hier nicht so super gespielt habe, finde ich, ist einfach auch direkt den Overhead-Kanal ein bisschen zu komprimieren. Was dadurch passiert, ist einfach, dass Spitzen abgeglättet werden. Ich habe da irgendwie ein Crashbecken, das hört man links jetzt, das ist sehr aggressiv. Beziehungsweise bei manchen Schlägen ist es halt sehr laut im Vergleich zum Rest. Und das ist die eine Sache, die durch die Kompression ein bisschen in den Griff zu kriegen ist. Die andere Sache ist, dass die Trommeln auch ein bisschen mehr noch in den Vordergrund treten und nachher, wenn ich die anderen Mikros darunter mische, zusammen mit denen einfach mehr eine Einheit bilden, beziehungsweise sich besser durchsetzen. Also die Anteile, die auf dem Overhead-Signal sind von den Trommeln, dass die sich besser durchsetzen zu den Mikros, die ich zusätzlich noch habe, da ich die auch gleich richtig fett komprimieren und richtig dick machen werde, weil es ist ja ein Rockmix und das Schlagzeug soll ja ordentlich knallen. Ja, und deshalb komprimiere ich halt Overheads immer schon ein bisschen. Jetzt hier mit diesem den hier. Kann man beim Kompressor kann man das eigentlich auch so machen, dass man erstmal den Threshold ziemlich reinschraubt, also dass viel komprimiert wird. Und damit man halt hört, was man da macht. Für Overheads komprimiere ich nur leicht. Ich stelle die Attack-Zeit jetzt ungefähr, also mein Ziel jetzt hierbei ist, die Attack-Zeit so einzustellen, dass die Trommeln nicht total platt gefahren werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel die Attack-Zeit so einstelle, dann dann ist der Attack halt total platt gefahren und jetzt auch knallen auch dann nicht mehr die Trommeln. Deshalb suche ich mir jetzt so ein Zwischending, dass der Attack von den Trommeln, jetzt hört man es schon, jetzt kommen die Schläge deutlich heraus wieder, dass der noch einigermaßen da ist, aber dass sich trotzdem die Becken noch, ordentlich komprimiert werden, damit ich mal ungefähr gleich laut die ganzen Crash-Anschläge habe und so. Das ist jetzt schon ein bisschen viel komprimiert, 6 dB ist ein bisschen zu viel. Fahre ich dann halt so raus eigentlich, dass ich... Ja, also sieht man schon, dass halt nur bei den Beckenschlägen der Kompressor wirklich arbeitet. Vielleicht mal an eine Stelle, wo die Hi-Hat gespielt wird, nicht so laut. Genau, jetzt sieht man es ja eigentlich schon so. Bei einzelnen Snare-Schlägen bzw. Beckenschlägen fängt der Kompressor dann wirklich erst an zu arbeiten. Weniger. Und das sorgt halt dafür, dass einfach alles ein bisschen tighter, ein bisschen mehr zusammen, ein bisschen mehr im Vordergrund klingt. Ist wirklich, also wenn man jetzt auch hin und her schaltet. Ah, man hört es schon, aber